Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Willkommen zurück, liebe Freunde. Auf dem Kanal Let's Play Gaming Bros mit mir, dem Jens. Und wir spielen, wie man sieht, immer noch Rise of the Tomb Raider. Dasselbe wie Sie. Etwas, was wir Ihnen nicht geben können. Können oder wollen. Macht das einen Unterschied? Ja, bei einem hat man die Wahl. Schlau. Na, ja, das ist vollkommen richtig, die Aussage. So, wir haben ja natürlich unsere Superfähigkeit, deswegen haben wir gesehen, zack, dieses Rohr kann kaputt gemacht werden. Alter, ja, ich wollte gerade sagen, das muss doch eigentlich stahlheiß sein. Ich sage Bescheid, sobald ich weiß. Ich hau dich gleich, wenn du jetzt nicht leise bist, du Eierkopf. So, dann jetzt wahrscheinlich... Ah, okay, gut. Das geht auch. Patsch. Vorsichtig. Nein, nix. Ich reiß jetzt die Wand einer Meister. Das ganze Gefängnis kaputt ist mir alles scheißegal. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Ja, wir ziehen da jetzt mal ab durch die enge Spalte. Ah, ah jetzt wer Dreckiges denkt, schämt euch. Ja, die Frau tut sich auch nur weh, ist der Hammer. So, oh yeah, wir haben direkt mal unsere Ausrüstung wiedergefunden. Seilpfeil! Oh mein Gott. Nice! Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Seilpfeil! Ach, und wir haben gleich den Bogen komplett erhalten, den Recurve. Ach, das ist der Recurve-Bogen. Ah, ja, ja, alles klar, das ist der neue. Okay, das ist nicht mehr Baumstammholz, sondern jetzt hier... ein richtiger Bogen. Ich hätte nochmal so den Archäologen-Klick anwenden sollen. Rechte Maus zählen, linke Maus, das Seil zu. Nutzen Sie das Seil, um in Seil gewickelte Feinde oder Objekte heranzuziehen. Rechte Maus, das zählen, linke Maus, das Seil zu. Wie sind Sie hier gelandet? Als Konstantin mit seinem Bogen kam, Sie bekämpfen. Alter. Hat geklappt. Können Sie da raus? Toll, jetzt wollte ich die Story hören. Natürlich kann ich daraus, Mann. Ich bin Lara Croft, a.k.a. Tomb Raider. Patsch, und fahren Sie mal draus. Halt. Alles easy. Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich will Goldmünzen, Junge. Goldmünzen. Noch ein Jacob. Dass wir getrennt werden. Alter, du hältst es falsch rum. Das ist doch auch ein Verräter hier, ey. Wie hört man von vorne bis hinten nur verraten? Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg? Ja, laber nicht. Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Ich will das jetzt lesen. Hallo. Da. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Ja, natürlich. Und geformt von Trinity auch noch die bessere Welt. Ja, ja, das, wer es nicht glaubt. Was haben wir jetzt? Ach, ein Giftpfeil. Läuft bei uns. So. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein.
Alter, wir haben dich befreit, Junge. Mehr Vertrauen gibt's nicht bei mir, ja? Das war's gewesen, Oha. Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Okay. Dann müssen wir drauf drücken. Naja, gut. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott. Das muss schrecklich gewesen sein. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Jetzt müssen sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Ja, Ende Gelände mit dem Film. So, was haben wir denn jetzt hier? Wieder was zum Anhören. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Ujo. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. So, das war ein Teil von Annas persönlichem Tagebuch. Ja, ja, die hat die Familie jahrelang manipuliert, die blöde, ne? Verräterin, genau, nicht was anderes. Verräterin. Zack, jawohl, was haben wir jetzt? Compoundbogen, jawohl, 2 von 4 bei uns läuft. Was ich mich jetzt allerdings frage, wir müssten mal demnächst bald zu einem Feuerchen. Ich würde gerne gucken, weil wir haben jetzt unseren einen Bogen haben wir ja schon so ein bisschen, ne, hochgeskillt. So 2, 3 Sachen haben wir ja schon gemacht. Und jetzt ist der ganze Scheiß natürlich dann bei einem neuen Bogen. Entschuldigung. Beim neuen Bogen nicht mehr da. Also, das ist halt voll lame irgendwie. Das heißt, man muss jedes Mal jeden Bogen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt passt. Wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Ich weiß gar nicht, ob das im letzten Teil auch so war. Jo, die rasten richtig aus, ey. Richtig Material herbringen. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich darum. Warte mal, was? Wieso sollen wir. Warum? Warum? Ah, jo. Okay. Suchen Sie der Kommandozentrale an, wir können das trotzdem hin. Das war's. Kann losgehen. Okay, fahren wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Zum Glück haben wir gerade so viele Ressourcen gefunden. Was ist das eigentlich? Haha! Beschießen Sie alle roten Laptops, um die Informationen des Feindes zu vernichten. Zack, jawohl, Alter, wir sind so gut. Toll. Tja. Mensch, das sind aber viele Leutchen hier, die hier rumgeistern. Da oben haben wir doch erstmal. Warte mal, 1, 2, Alter, nein. Na, vielleicht kriegen wir den, ohne dass ein anderes merkt. Ja, Mann, nice. Da ist noch einer. Okay. Läuft bei uns richtig gut. Okay, ich hab grad gehalten. Das wäre einer. Was haben wir da oben für einen Kollegen? Jetzt geht's ab. Okay. Der da ist ein bisschen tricky, weil der läuft auf diesem Container rum und ich habe das Gefühl, wenn der runterfällt, wissen gleich 8000 Leute Bescheid, dass der runtergefallen ist. Ja.
So, wir bräuchten noch so eine Deckungsanzeige, wie dunkel wir unterwegs sind. Das wäre voll praktisch. So. Aber jetzt dürfte uns hier zum Beispiel gar keiner sehen. Gar keiner. Ja, Deutsch schwer und so. Ihr wisst Bescheid. Okay, warte mal. Wenn ich jetzt den kille. Und dann den da. Ui. Okay, läuft. Läuft. Also ist okay. Oha. Nein. Da sind ja noch. Da sind ja noch zwei. Hab ich noch gar nicht gesehen, die Jungs. Uiuiui. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ich habe hier Bierflaschen, Schnapsflaschen gesehen. Zack, jetzt haben wir sie erstmal alle abgelenkt. Ah ja, jetzt sind sie alle motiviert. Ja, yeah, jetzt geht mal spazieren, Leute. Dann können wir nämlich mal gucken, wer stehen bleibt und wer kann sterben. Ja, nee, ist klar. Wow. Das war jetzt, aus Versehen habe ich jetzt abgedrückt. Muss ich gerade ehrlich gestehen. Und wieder zwei. Ey, wieso sind die jetzt alle hier vorne? Ich habe da die Flasche so einen halben Kilometer entfernt geschmissen. Weggeschmissen, wollte ich sagen. So, ich glaube, jetzt sind wir relativ chillt unterwegs. Oh, nächster Helikopter. Das ist ja jetzt unpraktisch. Wieso kommt denn jetzt hier der Helikopter rein, das waved? Ah, der fliegt weg. Gut, das ist sehr gut. Wenn der wegfliegt. Ja, jetzt wird's ganze Lager aufgeräumt, Leute. Kopfloser Laufkill. Kopftreffer, lautloser Kill, genau, das wollte ich sagen. So. Machen wir uns mal ein paar neue Pfeile, nicht dass die uns wieder ausgehen. Wo ist denn jetzt hier noch einer? Einen müsste noch geben, oder? Da, ich hab's doch gewusst. Hallo, hallo, wo bist du? Hallo, wo bist du? Warum können wir nicht runter? Da ist er drinnen, wir haben ihn gesehen, der Penner. Oh. Was ist denn jetzt? Yeah, Baby, wir sind durch, wir haben es geklärt. Läuft bei uns. Sauber. Richtig gut. Was wir jetzt hier haben, was haben wir denn jetzt hier alles? Hier 1000 Sachen. Da haben wir noch einen Laptop. Da haben wir noch irgendwas. Da haben wir was. Was haben wir denn hier alles? Roten großen Knopf, das ist gut. Hier haben wir erstmal was zum Anhören. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Ja, gut, das ist jetzt, ich glaube nicht. Vielleicht ein bisschen. Kann sein, vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, das ist normal, wenn man jahrelang mit Leuten zusammenlebt, für die man eigentlich nur ein Job ist. Also, nee, andersherum. Die ja nur ein Job für einen sind. Dann ist das, glaube ich, völlig normal, dass das ist, wie es ist. Was ist das? Ah, das war wieder dieses, Sprengstofferz. Könnte man sagen. Jawohl, Laptop. Mal gucken, ob wir die alle schaffen. Wenn wir hier noch länger rumrennen. Ja, toll. Zack. Einfach mal weggeschmissen, das Ding. Und hier haben wir nochmal Munition. Na gut, wir haben auch alles verloren, glaube ich, ne? Können wir uns erstmal hier wieder richtig fresh ausstatten und weitermachen. So, auf jeden Fall ein Laptop war noch da hinten gewesen. Dort nämlich. Oh, hier war noch einer. Ja, 5 haben wir schon. Das ist doch Hälfte. Hälfte ist okay. Kann man machen.
So, und hier, wie gesagt, ist es auch wichtig, dass wir hier die ganzen Jungs mitnehmen. Wir haben alle so viel Zeug dabei. Ob es jetzt Herstellungsmaterialien sind oder Munition, ist ja erstmal dahingestellt, ob das jetzt ist alles wichtig. Wir müssen alles mitnehmen. Alles, was wir in die Finger kriegen, richtige Gauner sein. So. Sehen wir jetzt, ob wir voll. Ja, nee, doch, wir haben unser Inventar doch nicht ganz verloren. Also hier. Ja, jetzt können wir es doch. Ah ja, alles klar. So, haben wir nochmal Leder abgeschnörkelt. Richtig geil. So, dann war das jetzt eigentlich alles gewesen. Können wir da reingucken? Ist da was drin? Nö, ist leer. Gucken wir mal, wie wir da rüber. Wie kommen wir denn da rüber? Weil hier so drüber springen läuft ja nicht. Da oben ist ja Stacheldraht am Start. Am Stissel. Ich habe keine Ahnung, wie wir da drüber kommen sollen. Das ist jetzt nicht so einfach. Ich würde ganz gerne noch die Geschichte mit den Laptops machen. Aber. Ah, warte mal, wir machen. Ach so, warte mal, wir machen ja das Tor damit auf, mit der Story hier. Was war das jetzt gerade? Das war nur die Flasche. Ach, ja, Jens, regt schon nicht auf, alles wird gut. So, dann machen wir das Tor auf. Patsch! Yes! Jacob! Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Wie, ich kenne einen Weg. Also wir haben es gerade aufgemacht. Das ist, wie kenne ich nur einen Weg? Wir haben es gemacht. So, warte mal, bevor wir da jetzt reinlaufen. Zack, stellen Sie sich neben einen Pfosten, um eine Seilbrücke zu schaffen. So, warte mal, haben wir hier noch? Ja, oh, wir haben hier noch 8000 Sachen. Jetzt chill mal leben. Zum Glück haben wir einen Dietrich. Haben wir ja in der letzten, vorletzten Folge oder so gefunden. Und wir haben Gift. Gift ist voll. Okay. So, Pfeilbrücke nach dort oben. Drücken Sie zum verschiedenen Pfeils das Seil für die Maustaste. Okay, das funktioniert. Ich bin fast sprachlos, aber das wäre hier ein Fehler. Oh, lol. Erna, ich muss da reinkommen. Tu das. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken und Trinity will das Artefakt so weit wie möglich. Wir kriegen nichts über Satellit rein. Zu viele Störungen. Durch der Wolken. Als ob dieser Ort nicht existieren würde. Sollte er auch nicht. Wenn der Prophet die göttliche Quelle wirklich hier versteckt hat, hat er den Ort ausgesucht. Ernsthaft, was sind das eigentlich für Türen, sagt man? Ist die entweder ist die so klein, die Frau, also die ist wirklich extrem klein, ja. Oder die Türen sind einfach für, keine Ahnung, für 3 Meter Menschen gemacht. Das ist doch voll abnormal. Die Türklinke im Prinzip, oder der Türgriff ist auf Kopfhöhe. Kann ja maximal, keine Ahnung, was sind das? 1,20 Meter oder so? Kann ich mir nicht vorstellen. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Ach, da, ja, da, wo die weiße Spur Kram ist. Was macht er da? Jacob, tu's nicht. Scheiße. Ach, schnell. Sind recht überzeugt, aber ich will selbst in diese Ruine. Wir lassen sie am Leben. Vorerst. Alle erschießen. Ganz einfach. Problem gelöst. Ich will raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein.
Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Was muss man sich als Soldat denken, wenn man so dabei steht? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich nur, ja, ich krieg dafür Geld. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Ach, was. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, die wären ein Pärchen. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein.